Da hat Lily mich gemalt. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Union, das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Sie wurde so entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Hör zu, ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr. Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? Sykes, Techniker, wurde zumindest an Kleinfeuerwaffen ausgebildet. Hoffman. Psychologie und Überwachung? Die könnte gerissen sein. O'Neill. So viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. Harrison. Kampfspezialist. Hoffentlich kommt er alleine klar. Baker. Der Anführer. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. Lily, dein Team und jetzt ich. Wir sitzen alle im Stamm fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem Stamm, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin gefangen. Großartig. Mobius hat ja einen wunderbaren Plan B. Das Offensichtliche zu kommentieren beschleunigt das hier nicht. Du musst Lily finden. Sonst werden sie, du und jeder andere dort drin sterben. Ich hatte doch noch nie eine... Ein Diaprojektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht.
Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Danke, Kätzchen. Ein Spiegel. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre eine normale Tür zu viel verlangt gewesen? Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Hey. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ist das der richtige Ort?
Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Führer des Teams. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Hallo? Scheiße. Wer war das?
Verdammt! Was geht hier vor sich? Was war das? Scheiße. Wer zum Teufel war das? Wie der Anführer des Teams. Ich muss einen Weg herausfinden. Thank you.
zur Hölle. Fest. Oder auch nicht. Verdammt, was zur Hölle ist das? Nichts zu hören. Willst du mich verarschen? Nein! Nein! Okay, was zum Teufel geht hier vor? Und wo bin ich jetzt?
Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Vielleicht ist das der richtige Ort. Lily, ich hoffe, du bist hier. Schöne Scheiße ist das. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja, klar. Armer Mistkerl, hier so verwesen zu müssen. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ja, zu ruhig. Haut und Knochen. Hallo? Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Hallo? Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen.
Oh Gott. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, habe ich. Dass es hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Verdammt. Was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung. Aber Lily schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie.
Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. Scheiße! Oh, fuck.
müsste eigentlich halten. Bleiben Sie, wo Sie sind! Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch. Wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen's erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie's, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja. Okay, kann wohl nicht schaden. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht.
Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern.